Buddha ist im Westen angekommen. Als Dekorationsfigur und als Symbol für eine Wohlfühlreligion. Europäer und Amerikaner sind vor allem von der Praxis der Meditation angezogen, weil sie Entspannung vom Alltagsstress verspricht, Selbsterkenntnis und sogar Heilung. In die Figur des indischen Königssohnes Siddhartha Gautama werden die unterschiedlichsten Ideen hineinprojiziert. Hier vermischen sich fernöstliche Weisheiten mit westlichen Lifestyle-Trends zu einem Esoterik-Wunsch-Cocktail. Ich finde es schade, dass ein Trend geworden ist. Warum? Weil es viele bloß aufstellen und wissen gar nicht, was dahinter steht. Soll es jeder machen, wie er will. Ja. Als Dekorationsobjekt, natürlich. Das würden Sie aber auch machen? Das würde ich machen, ja. Mir gefällt das saugut, was ein guter Buddha hat. Ein dickes Bauchal, die Zehen, die man sehen muss. Und das ist. Die Religion des Erleuchteten scheint gut geeignet, die westlichen Ansprüche an eine zeitgemäße, erfahrungsorientierte Spiritualität zu befriedigen. Der Marketing-Experte Holger Petermann hat sich damit beschäftigt, welche Wünsche und Sehnsüchte auf Buddha projiziert werden. Weil viele Menschen einfach dieses Gefühl brauchen, eine neue Reflexionsfläche zu bekommen, eine neue Perspektive in ihrem Leben zu bekommen, um eben Ruhe in ihrem Leben reinzubringen. Wie schafft er das nur? Was hat er, was andere nicht haben? Ja, kennt er unsere geheimsten Sehnsüchte, gar den Grund unseres Leidens in dieser Welt? Es geht ja eigentlich im Buddhismus darum, Habgier abzulegen, Neid abzulegen, negative Gefühle anderen Menschen gegenüber abzulegen. Das hilft natürlich in der westlichen Welt, weil wir genau diese Funktionen hier sehr stark ausüben. Also die meisten Menschen sind neidisch auf den Erfolg von anderen. Die meisten Menschen wollen mehr erreichen, weil die anderen mehr erreichen. Die Lehren des Buddha sollen also helfen, den Egoismus zu überwinden und andere negative Eigenschaften loszuwerden. Dass mit dieser Praxis aber auch möglicherweise westliche Tugenden, wie das aktive Mitgestalten unserer Gesellschaft, abgelegt werden, nehmen viele gar nicht wahr. Weniger bekannt ist hingegen, dass es Buddhisten gibt, die sich aktiv mit sozialem Engagement in die Gesellschaft einbringen wollen. Unterstützt vom Dalai Lama und anderen prominenten Buddhisten haben sich weltweit Gruppen und Netzwerke gebildet, die sich sozial engagierte Buddhisten nennen. Sie betonen das, weil weltliche Aktivitäten nicht zum eigentlichen Ziel der buddhistischen Lehre gehören. Der Schwerpunkt des Buddhismus ist die innere Transformation. Das ist das Vervollkommnen der eigenen Persönlichkeit oder in dem Fall der Nicht-Persönlichkeit, das Erlangen von Nirvana und nicht so sehr dieses Handeln in der Welt. Das ist eine andere Ebene. Also da gibt es durchaus auch Kritik an dem, weil gerade in asiatischen Ländern dieser sozial engagierte Buddhismus natürlich auch viele gesellschaftliche Dinge in Frage stellt, die sich über Jahrhunderte eingeschlichen haben. Die Theologin und Philosophin Katharina Zeming, eine Kennerin der Weltreligionen, führt in der Katholischen Akademie in Bayern durch die Diskussion, die sich um die soziale und ökonomische Dimension der buddhistischen Lehre dreht. Darin sehe ich die wichtigste Aufgabe für engagierte Buddhisten im Westen, müssen wir natürlich vieles neu machen. Ja, es gab zu Buddhas Zeiten zwar Kaufleute und Händler, Buddha hat auch die Geldgier mehr oder minder verdammt wie die Gier überhaupt. Also nicht verdammt, aber gesagt, wie schädlich sie ist und wie leidvoll die Konsequenzen daraus sind. Aber er hat keine Kritik der Ökonomie geliefert. Es gibt innerhalb der buddhistischen Schulen durchaus kritische Stimmen zu den damaligen logischen Systemen, erkenntnistheoretischen Systemen, anderen spirituellen Traditionen.
Aber es gibt eben keine ökonomische Kritik. Es gibt keine Kritik, die politische Verhältnisse klärt. Ja, wie stehen wir zur Demokratie? Da gibt es im Buddhismus auch keine Antwort, wo wir in alte Texte reingucken könnten. Da muss was neu erfunden werden. Also da kann man ruhig sagen, engagierter Buddhismus ist auch kreativer Buddhismus, der ein Dilemma löst. Karl-Heinz Brodbeck studierte Philosophie und Volkswirtschaftslehre. Er ist Buddhist und versucht, die moderne Ökonomie mit der buddhistischen Sichtweise zu verbinden. Meine persönliche Aufgabe sehe ich vor allem darin, dass man so etwas wie eine buddhistische Wirtschaftsethik entwickelt. Das habe ich auch versucht, schon zu formulieren, Buch geschrieben, viele Aufsätze. Und versucht, das in Praxis umzusetzen. Wirtschaft und Philosophie sind auch die Fachgebiete der Juniorprofessorin Silja Graupe. Während ihrer Forschungsarbeiten in Japan hat sie ein Jahr im Zen-Kloster verbracht. Was ich besonders kennengelernt habe von der buddhistischen Praxis her, ist die kritische philosophische Praxis, die sich in der sogenannten Kyoto-Schule entwickelt hat, eine Auseinandersetzung mit der Modernisierung. Da sieht man, dass der Zen-Buddhismus gerade keine einfache Alternative darstellen wollte, sondern es waren alles Menschen, die in sich selber diese Verwestlichung, die Modernisierung gespürt haben und die Zen-Meditation der Austragungsort war, um zu einem neuen Verständnis von sich und Welt zu kommen. Und ich glaube, der sozial engagierte Buddhismus in den Tendenzen versucht, beides zu vereinigen. Einmal die ganz starke Kritik an dem, was heute noch sozial heißen kann, in einer Gesellschaft, die ganz stark zum Beispiel auf den Konsum orientiert ist, dort zu zeigen, dass Menschlichkeit so nicht geübt und praktiziert werden kann und gleichzeitig den Menschen Alternativen aufzuzeigen, wie sie in Gemeinschaften wieder leben können. Die Gemeinschaft hat einen hohen Stellenwert im Buddhismus. Beim Meditationsseminar im Allgäu üben die Teilnehmer die Überwindung des Ich. Sie sollen alles Weltliche innerlich loslassen, um letztendlich ins Nirvana einzutreten. Das heißt, Körper, Geist und Seele lösen sich vom irdischen Dasein. Die Kernlehre des Buddhismus heißt dann auch die Lehre vom Nicht-Ich, Anatta oder Anatman. Atman ist der Sanskritname für das Selbst. Und die Brahmanen sagen, es gibt ein universales Selbst und es ist verschleiert, verhüllt auch im Individuum da. Und wenn man meditiert, würde man diesen Atman entdecken. Und der Buddha hat gesagt, versuch's, ja, du wirst ihn nicht finden. Dagegen ist dann die Rückfrage, die wir aus dem westlichen, unserem ja, abendländisch-christlichen Kultur stellen, die Frage, ja, was wird, wenn kein Ich mehr da ist, was wird dann aus der Person? Der Jesuit Hans Waldenfels studierte Theologie in Tokio, wo er auch zum Priester geweiht wurde. In Kyoto an der Kaiserlichen Universität widmete er sich dann der Religionsphilosophie. Er lebte insgesamt 9 Jahre in Japan und bringt ein umfassendes Verständnis der christlichen und buddhistischen Religion mit. Und da ich es immer wieder auch mit Chinesen und China zu tun habe, wo ja die Menschenrechte angefordert werden, habe ich mir natürlich die Frage gestellt, wieso wehren sich die Chinesen eigentlich so stark, wenn da, sagen wir, Frau Merkel oder ein italienischer Ministerpräsident oder Obama oder wer immer es ist, wenn die plötzlich immer wieder die Menschenrechte einfordern. Und das hat natürlich ganz wesentlich damit zu tun, dass sie ein anderes Menschenverständnis haben. Was sind die Hauptaussagen des Buddha? Und wie wird daraus heute engagierter Buddhismus abgeleitet? Der indische Prinz Siddhartha Gautama meditierte 7 Tage lang, um zur endgültigen Erkenntnis zu gelangen. Am 7. Tag fand er zur Erleuchtung und wurde zum Buddha. Er hatte den Weg der Erlösung vom Leiden gefunden. Nach seinem Vorbild streben Buddhisten nach Erleuchtung und dem Nirvana, der Befreiung aus dem Leidenskreislauf aller fühlenden Wesen. Diese Lehre spornt nicht gerade an, die Welt zu verbessern, sondern vielmehr sie hinter sich zu lassen. Angesichts der Herausforderungen der globalisierten Welt finden sich viele Buddhisten in dem Dilemma, dass ihre Religion die Weltüberwindung predigt, sie aber auch aktiv den negativen globalen Entwicklungen entgegenwirken wollen. Die verschiedenen Strömungen im Buddhismus suchen deshalb nach neuen Interpretationen in der buddhistischen Lehre. Karl-Heinz Brodbeck geht sogar so weit, die Rechtfertigung eines Engagements im Begründer zu sehen.
Buddha selbst war der erste engagierte Buddhist, denn nachdem er in einer Vollmondnacht die Erleuchtung erlangt hat, die tiefe Einsicht, die die Buddha-Lehre charakterisiert, da wollte er sich eigentlich zurückziehen. So geht die Legende, und die kann man ja hier mal erzählen. Dann kam der hinduistische Gott Brahma und hat ihn gebeten, du Licht, du Auge der Welt, verkünde doch die Lehre. Und der Buddha hat gleichsam gesagt, es ist aber so schwierig und das ist ganz kompliziert. Und daraus hat er dann das gemacht, was in den Texten auch vielfach zu finden ist. Er lehrt je nach den Umständen. Buddha hat ja, anders als andere Religionsstifter, wirklich 50 Jahre lang gelehrt. Und es sind unheimlich viele von diesen Lehren zu Laien, zu Brahmanen, zu Kaufleuten, zu verschiedensten Bevölkerungsgruppen. Er hat immer situativ gesprochen, immer auf die Leute zu, die Nöte der Leute aufgegriffen. Insofern kann man also sagen, der Buddhismus ist von seiner Geburtsstunde an durchaus immer in den sozialen Kontext eingebettet gewesen und insofern sozial engagiert. In der traditionellen Überlieferung gilt der historische Buddha als der, der die Welt überwunden hat. Buddhisten wollen sich folglich vom Sein in der Welt befreien. Auf dem Weg dahin gelangt der Buddhist durch die Meditation auch zu mehr Achtsamkeit und Mitgefühl für seine Umwelt. Aus einem der Grundgedanken der Mitmenschlichkeit, der sich ja der Buddhismus immer auch verpflichtet gefühlt hat, zu sagen, diese Mitmenschlichkeit, die muss eben auch in der Welt spürbar werden. Nicht nur, indem ich einem anderen die heilsame Lehre vermittle. Das ist ja ein ganz wichtiger Aspekt innerhalb der buddhistischen Tradition, die Vermittlung der Lehre, damit alle Wesen das Heil erlangen können. Sondern dann eben auch zu sagen, es gibt aber konkret erfahrbares Leiden in dieser Welt, auch wenn diese Welt selbst vom Charakter her eben nicht absolut und ewig ist, muss aber dieses Leid auch angegangen werden. Und das ist eben dann einer der entscheidenden Impulse gewesen, dass mehr und mehr Leute in krass den asiatischen Ländern sagen, der Buddhismus hat eine zweite Dimension, diese weltzugewandte, diese soziale Seite. Der Zen-Meister Thich Nhat Hanh wird während des Vietnamkrieges zum Pionier des engagierten Buddhismus. Er fordert dazu auf, die Meditationshallen zu verlassen, um den leidenden Menschen zu helfen. Weltweit bekannt durch seine Friedensarbeit in Vietnam, gründet er später in der Nähe von Bergerac in Frankreich das Zentrum einer neuen Ordensgemeinschaft. Seine Anhänger kommen aus der ganzen Welt nach Plum Village, um einem religiösen Übungsweg zu folgen, der Einsicht und Mitgefühl mit sozialem Engagement verbinden möchte. The Buddha reminds us to practice mindfulness while eating and not to let ourselves be carried away by meaningless thinking and conversations. Die Konfrontation mit dem Leiden seiner eigenen Landsleute während des Vietnamkrieges hat ihn dazu gebracht, eine Reformbewegung des Buddhismus ins Leben zu rufen, die er Engaged Buddhism nannte. Daher stammt der jetzt gängige Begriff engagierter Buddhismus. Suppose you are sitting in the meditation hall and practicing calming concentration. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in der Meditationshalle und üben, ruhig zu werden, sich zu konzentrieren und tief in ihre Gefühle und Gedanken zu schauen. Plötzlich hören sie Bomben, Schüsse rund um die Meditationshalle, hören die Schreie von Babys und Erwachsenen. Ich vermute, dass sie einen Weg finden würden, den leidenden Menschen zu helfen und dennoch weiter zu meditieren. I guess that you will find out a way in order to continue meditation. Falls Sie das Leiden ignorieren, hieße das, Sie nehmen nicht wahr, was gerade passiert. Das ist keine Meditation, denn wahre Meditation bedeutet, dass Sie bewusst wahrnehmen, was geschieht. Also können Sie die Meditationshalle verlassen, ohne die Meditation verlassen zu müssen. Sie werden versuchen, die Sozialarbeit, die Hilfsaktionen aus einer meditativen Haltung heraus zu beginnen. So kombinieren Sie beides, die ruhige Konzentration und den sozialen Dienst. Concentration, calm
and social service. And that is a very good image for engaged Buddhism. Das ist ein gutes Bild für engagierten Buddhismus. Sie sind betroffen, sie möchten helfen, aber sie wollen sich nicht in Sorgen, in Verzweiflung oder Ärger verlieren. Deshalb lernen sie, ihrem Atem zu folgen und ruhig zu bleiben, während sie die Dinge tun, die jetzt in der Gesellschaft getan werden müssen. Thich Nhat Hanhs Vorbild folgen Buddhisten in den 70er und 80er Jahren, als in Asien die Landbevölkerung zunehmend verarmt. Sie fragen sich, was sie konkret tun können, dass es den Menschen besser geht. Sie wollen, dass sich ihr buddhistischer Glaube in irgendeiner Weise auch gesellschaftlich positiv auswirkt. Anklang in den USA. Impact ist mittlerweile eben gerade auch in Amerika, wo es ja eine relativ gute westliche buddhistische Community gibt, auch ein ganz entscheidender Aspekt, was wahrscheinlich auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass in Amerika von Haus aus das soziale Engagement noch stärker mit der Religion verbunden ist, nachdem der Staat dort eben nicht so präsent ist im Sozialen, wie es wir jetzt in Europa oder zumindest in Deutschland kennen. Und gerade in Amerika sind eben viele Buddhisten, also Neobuddhisten, die aus der ursprünglich christlichen Tradition kamen, heute mit vielen sozialen Engagementprojekten auch wirklich unterwegs und versuchen, ihren inneren Transformationsprozess auch in der Welt irgendwie in einer Weise dann sichtbar werden zu lassen. Der Mönch Claude Anshin Thomas ist einer der bekannten amerikanischen Buddhisten, die heute auch in Deutschland aktiv sind. Er führt Pilger durch das Konzentrationslager Sachsenhausen. Vor vielen Jahren kam er selbst mit schweren psychischen Belastungen zu Thich Nhat Hanh. Völlig ausgebrannt und auf der Suche nach einem Sinn für sein Leben. Er war Soldat im Vietnamkrieg. Mein Job war, Menschen zu töten. My job was to kill people. Vor meinem 18. Geburtstag war ich schon für den Tod von 50, 60 Menschen verantwortlich. Jahre nach dem Krieg lädt ihn die Gruppe um Thich Nhat Hanh in ihren Orden nach Plum Village ein. They offered something to me that my own society, my own culture never did. They offered to take care of me, my enemy, to help me to. Sie boten mir etwas, was meine eigene Gesellschaft, meine eigene Kultur niemals tat. Sie kümmerten sich um mich, meine Feinde. Sie halfen mir, die Realität des Krieges anzuschauen. Solange ich mich nicht damit konfrontiere, wie mich der Krieg verändert hat, kann ich meine Erfahrungen nicht transformieren, kann ich die andere Seite nicht sehen. Aber jetzt, wo ich das tue, erst jetzt bin ich in der Lage, die andere Seite zu sehen. Die andere Seite des Leidens ist Freude. Die andere Seite von Hass ist Liebe. Und jetzt bin ich in der Lage, über das Leiden hinauszugehen. Viele Jahre später wird er selbst Mönch. Heute setzt er sich für radikale Gewaltfreiheit ein und versucht, Menschen dabei zu unterstützen, ihre eigenen Aggressionen zu erkennen und zu transformieren. Auf der Pilgerwanderung werde ich zu vielen verschiedenen Orten wie diesem gehen und überall werde ich einen Gottesdienst in der Tradition des Zen-Friedensstifterordens abhalten. Eine Heilungszeremonie für alles Leiden, das es an diesen Orten gegeben hat. Und das ist nicht nur das Leid der Gefangenen, sondern auch das der Soldaten. Claude Anshin Thomas engagiert sich für Selbsttransformation. Die Meditation dient zur Bewältigung der Vergangenheit oder von Traumata. Hier wirkt der Buddhismus als eine Art Psychotherapie. Das ist eine Ausprägung buddhistischen Engagements. Im Westen wird der Buddhismus daher oft als eine Art Privatreligion angesehen, bei der sich der Gläubige in sich zurückzieht und von der Welt abwendet. Ganz anders dagegen wurden Buddhisten gefordert bei den großen Naturkatastrophen, wie zum Beispiel in Japan.
Hier zeigte sich ein völlig anderer Aspekt buddhistischen Handelns. Sie haben alle die Bilder gesehen des Tsunamis, der am 11. März 2011 Japan erschüttert hat. Es hat am meisten getroffen die Präfektur Miyagi. Sie kennen die Zahlen. Ich weiß aber nicht, ob Sie die Geschichten dorthinter kennen. Und ich kenne einen jungen Filmmacher, Ryuichi Miyakawa. Mit 22 Jahren reist er in dieses Gebiet, um den Menschen in Deutschland, gerade Spiegel Online, diese Katastrophe und die menschlichen Aufgaben, die aus ihr erwachsen, uns darzustellen. Und er filmt in einer Sequenz, Sie können das auf Spiegel Online nachsehen, einen buddhistischen Tempel, in dem die Menschen, ja, ich würde fast sagen, automatisch Zuflucht genommen haben. Es war völlig klar, dass die Menschen, die alles verloren haben, ihre Häuser, ihre Lebensgrundlage, ihre Familien, ihre Freunde, ihre Nachbarn in diesen buddhistischen Tempel kommen, beziehungsweise in die Tempel insgesamt. Der junge Filmemacher Miyakawa aus Japan, aus Tokio, möchte den Menschen helfen und kommt in diesen Tempel und filmt, was er dort erlebt. Er erlebt eine unglaubliche Gastfreundschaft der Menschen. Sie bitten ihn, an ihrem Leben teilzuhaben, dort zu, mit ihnen zu frühstücken, mit ihnen zu essen, bei ihnen zu übernachten. The victims kindly served me breakfast as well. But I thought I shouldn't take their food, because we are not running short of food in Tokyo compared to the victims' situation here. Und der junge Filmemacher lehnt ab und sagt, ich muss doch hier helfen, ich kann doch nichts annehmen von diesen Menschen, die alles verloren haben. Und in dieser Situation spricht der buddhistische Tempelvorsteher zu dem Filmemacher, und ich zitiere hier in einer von mir angefertigten Übersetzung, was er sagt. Du glaubst, ein Helfer sei ein Helfer und ein Opfer ein Opfer. Aber das ist missverstanden. Wir alle sind gemeinsam Menschen. Wenn Helfer und Opfer gemeinsam essen und gemeinsam übernachten, dann können sie beginnen, die Gefühle und Bedürfnisse des anderen zu verstehen. Manchmal werden wir behandelt, als wären wir keine Menschen, sondern einfach nur Opfer. Aber es sollte nicht vergessen werden, dass wir Menschen alle gleich sind. Was dieser Mönch in Miyagi, worauf er aufmerksam macht, ist, dass eine solche Katastrophe immer nur eine bewegte Gesamtstruktur hat. Trauern, lachen, weinen, suchen, finden, hoffen, bangen, grübeln, essen, trinken, waschen, aufräumen, schlafen. Und erst in der Einübung in dieses Geschehen, indem ich mich selber mit all meinen Vorstellungen von Helfer und Opfer in dieses Geschehen hineinbegebe, sie sein lasse, kann überhaupt erst eine sozial engagierte Hilfe entstehen. Buddhistisches Engagement entfaltet sich also im konkreten Mitleiden. Und deswegen sehe ich es als ein Missverständnis ein, diese Tradition in unserem Sinne als eine Privatreligion, als eine abgesonderte Religion des Einzelnen zu betrachten. Jetzt ist allerdings ein weiterer Punkt zu bemerken, dass eine solche Religion,
eine solche Übungspraxis auch nicht als eine öffentliche Religion, als eine sozialethische in unserem Sinne verstanden werden kann. Denn ebenso wenig, wie es einen Mensch gibt, einen Helfer, der aus sich selbst heraus zum Helfen schreiten könnte sozusagen, gibt es diesem buddhistischen Verständnis nach nun auch keine festgeschriebenen Regeln, keine Gesetze, keine unveränderliche soziale Struktur, die uns zum Handeln bewegen könnte. Gerade gegen die aufkommende westliche Modernisierung mit ihren abstrakten Gesetzmäßigkeiten, dagegen wendet sich die buddhistisch inspirierte Philosophie, etwa der Kyoto-Schule. Und sie wendet sich eben nicht nur gegen die Vorstellung, die westliche Vorstellung des Individuums, sondern auch der fest vorgeschriebenen Gesetze und Regeln, mit denen wir oder auf deren Grundlage wir anderen Menschen begegnen. Also die klassisch-sozialphilosophische Einstellung, die man etwa bei Thomas Hobbes kennt, die Menschen müssten in ihrem Egoismus an künstliche Ketten gelegt werden, müssten strikten Regeln unterworfen werden, dies wird hier ebenfalls unterlaufen. Es gibt kein feststehendes Individuum, aber eben auch keine feststehenden sozialen Regeln. Die Welt als unbeständig, so formuliert es der japanische Ethiker Watsuchi, der Mensch als unbeständig und dieses Handlungsgeschehen im Hier und Jetzt als dasjenige, was entscheidend ist für das eigene Engagement. Man sieht dieses sehr schön an dem Beispiel des jungen japanischen Filmemachers, der dann tatsächlich mit diesen Menschen lebt und sich am Ende sozusagen dagegen gegen alles, was er vorher gelernt hat und gewusst hat, entscheidet und ein japanisches Art Puppenspiel in diesem Tempel zur Aufführung bringt, obwohl er vorher gedacht hat, das hat ja eigentlich nichts mit irgendwas Lustigem zu tun oder Ähnlichem. Und er sagt dann in dem Film selber, es war jenseits all meiner Vorstellungskraft. Ich tat mein Bestes, um sie, die Opfer, irgendwie zu ermuntern. Doch wurde ich hingegen von ihnen aufgemuntert. Also dieses wechselseitige Beziehungsgeschehen, in dem auch der Helfende sich transformiert, indem er selber als ein Neuer hervorgeht und eben nicht nur auf das Opfer geschaut wird. Ähnliche Erfahrungen machten auch Buddhisten bei der Tsunami-Katastrophe in Thailand. Sie packten einfach mit an, wo Not war. Doch es blieb nicht allein bei der Grundversorgung mit Essen und Obdach, sondern sie kümmerten sich auch spirituell um die Flutopfer und spendeten ihnen Trost, genauso wie es auch christliche Pfarrer in der Notfallseelsorge tun. Wir glauben, dass die Menschen nach dem Tsunami auch geistliche Hilfe brauchen, um ihre Gedanken zu erneuern. Denn sie leiden so sehr unter dem Verlust ihrer Angehörigen und dass sie all ihr Hab und Gut verloren haben. Also wollen wir ihren Sinn darauf richten, dass wir gemeinsam alles wieder aufbauen können und auch einfach in der Natur leben können, sagt einer der buddhistischen Helfer. Ob aus christlicher Nächstenliebe oder aus buddhistischem Mitgefühl. In diesen Extremsituationen zeigt sich, dass kein Mensch für sich allein leben kann. Welche Ethik entspricht der gegenseitigen Abhängigkeit? Was ist die adäquate Ethik? Was ist das, was man vernünftig aus diesem Sachverhalt schließen kann? Antwort: Mitgefühl. Deshalb ist Mitgefühl die zentrale ethische Regel im Buddhismus. Mitgefühl heißt, wenn ich Mitgefühl einübe, es gibt Übungen, das kann man richtig üben oder einfach mal sich nur bewusst machen, jetzt sei doch, denk doch mal nicht nur an dich und so weiter, dann fällt man wieder zurück, dann ist man wieder egoistisch und das geht Jahre, bis man das ein bisschen sich anerzieht. Wenn man das tut, also einfach praktisch Mitgefühl üben, dann öffnet man gleichsam seinen Geist schon für die Erkenntnis der gegenseitigen Abhängigkeit, weil man einen Blick dafür bekommt. Und umgekehrt, wenn man verstanden hat, dass wir Menschen uns immer wieder neu konstituieren aus gegenseitiger Abhängigkeit, dann entsteht daraus ganz natürlich das Mitgefühl.
Zusammengefasst wird das im Buddhismus unter dem Begriff der gegenseitigen Abhängigkeit. Das ist heute auch schon angeklungen. Pratitya Samuppada heißt das auf Sanskrit. Und das gilt als die Grundlehre des Buddha. Als Buddha aus Erleuchtungserfahrung aufgewacht ist, sagt man, er hat die Vision dieser gegenseitigen Abhängigkeit gehabt und hat das dann auch formuliert in seinen berühmten edlen Wahrheiten. Die zweite edle Wahrheit ist diese Wahrheit von dieser gegenseitigen Abhängigkeit aller Dinge. Ich habe selber Pratitya Samuppada übersetzt mit Leben, Existieren in und aus Beziehung, also reine Beziehung. Die Frage ist jetzt, ist ich denn gar nichts mehr? Wenn man jetzt die moderne Frage nach der menschlichen Person ansieht, dann muss man, glaube ich, betonen, es sind zwei Grundzüge. Lange Zeit haben wir eindeutig hier im Westen betont Individualität und damit ein übersteigertes Ego. Descartes, ich denke, also bin ich. Ne? Immer ich. Und gegen dieses betonte Ich steht natürlich jetzt die Relationalität, also die totale Einbundenheit in Beziehungen. Und zwar nicht nur menschlich, sondern Lebewesen und auch Nicht-Lebewesen. Also Mitwelt und Umwelt sind ja dann heute, also die grüne Politik ist ja sehr deutlich, also eigentlich geprägt von diesem Grundgedanken der Eingebundenheit aller Wesen in kosmische Zusammenhänge, nicht? Da ist aber jetzt festzustellen, dass also, es gibt eine ganze Reihe Publikationen in Indien und auch weiter östlich, die jetzt die Anthropozentrik, also die Konzentration weg vom Gott auf den Menschen, genauso in Frage stellen und dann fragen, müssen wir nicht ganz allgemein wieder um eine Kosmozentrik hineingehen, also das Ganze in den Blick nehmen und der Mensch geht dabei dann in gewissem Sinne unter. Das muss man auch klar und deutlich sehen. Deswegen meine entscheidende Rückfrage auch an die Referenten heute hier war ja, was macht ihr aus der Individualität des einzelnen Menschen? Und geht es dabei, dass man jetzt einfach sagt, die tiefe Wahrheit ist also eine ja, nicht beschreibbare, letztlich nicht definierbare Offenheit, also einfach Weite. Ist das, was wir jetzt mit Begrenztheiten bezeichnen, aber auch als Würde des einzelnen Menschen dann auslegen, ist das einfach hin, jetzt wirklich nur in einem Vorfeld zu betrachten, so in einem Leben als ob, oder hat das nicht seine eigene entscheidende Bedeutung für das Leben? Um diese Fragen geht es. Deswegen die entscheidende Gegenfrage gegen dieses Abhängigsein auf jeden Fall ist tatsächlich die Frage nicht, was macht den Einzelnen aus. Was sagt Buddha zur Würde des Einzelnen? Der Frage nach der Menschenwürde und den Menschenrechten können und dürfen Buddhisten nicht ausweichen. Zum Beispiel im Blick auf die Situation in Tibet sind die Anhänger des engagierten Buddhismus aufgefordert, sich dazu klar zu äußern. Hier geht es um das Recht des einzelnen Menschen. Die Situation der Tibeter im heutigen China wirkt wie eine offene Wunde. Besonders der Dalai Lama trägt hier als Unterstützer des engagierten Buddhismus Verantwortung, deutlich Stellung zu beziehen. Die Fremdheit anderen Denkens und anderer Sprachlichkeit kann man nicht leichtfertig überspielen oder einfach wegmeditieren. Zu einer besseren Verständigung ist interkulturelle Begegnung nötig, die auch kritisches Nachfragen erlaubt, dem sich beide Seiten stellen. Wer von Ich-Losigkeit und Ich-Illusion spricht, kann sich daher den Fragen nach der Würde des Einzelnen nicht einfach entziehen. Gerade hier im Westen, in der anderen Kultur, verlangen die Gesprächspartner nach rationalen Argumenten. Ich meine, es muss einfach über die Fremdheit gesprochen werden. Wir können das nicht einfach stehen lassen und so tun. Und dann kommt dann doch immer wieder in der Sprache, und die Sprache ist ja verräterisch. Es ist ganz selbstverständlich, dass man sagt, ich, nochmal wieder ich. Ja, was ist denn da mit diesem Ich, das da spricht und das dann doch sagt, im Grunde genommen ist das gar nicht ich, das da spricht, denn ich gibt es ja gar nicht.
Wir kommen weniger, wenn es um praktisches Verhalten geht, wohl aber, wenn wir mit theoretischen Begründungen es zu tun bekommen, nicht um deutliche Nachfragen herum. Nur hat sich anders als die Großzahl asiatischer Denker Katie Nishitani ausdrücklich mit dem abendländischen Begriff der Person auseinandergesetzt. In seinem bekanntesten Werk, im Deutschen vorliegend, Was ist Religion? Shukyo Tovananika, überschrieben, gibt es ein Kapitel, das Personale und das Impersonale in der Religion. Und wenn ich es recht verstanden habe, kommt der Begriff Person eben doch in den hier vorgetragenen Äußerungen überhaupt nicht vor. Das, Frau Graupe hat ja das Personale dann eben doch, und das ist ja durchaus auch richtig beobachtet, auf das Private reduziert, damit auf das Individuelle, also im Grunde genommen genau auf die Schwachstelle, die ja tatsächlich vorhanden ist. Nun also bei Nishitani gibt es folgenden Satz, den ich doch dann hier zur Kenntnis geben möchte. Ich zitiere: Mensch als Person ist zweifellos die höchste Idee vom Menschen, die bisher konzipiert wurde. Dies gilt auch für die Idee von Gott als Person. Seit in der Neuzeit die Subjektivität mit ihrem Selbstbewusstsein in den Vordergrund getreten ist, ist die Idee des Menschen als eines personalen Wesens etwas Selbstverständliches geworden. Ist aber die bislang, das fragt er dann, vorherrschende Weise, über Person nachzudenken, wirklich die einzig mögliche? Sowohl Christentum als Buddhismus setzen auf eine Umkehr des Denkens. Und gerade das zwingt Christen und Buddhisten zugleich, über das aktuell geforderte Verhalten hinaus nach den Grundlagen des jeweiligen Denkens zu forschen und aus der Fremdheit heraus eine Verständigung zu suchen, die dann zu gemeinsamem Handeln im Samsara der Welt führt. Seit 7 Jahren lebt der Arzt Klaus Habich sein neues Leben. Mit 63 hatte der überzeugte Buddhist seine Arztpraxis verkauft, sich von seiner Frau getrennt und lebt seitdem auf 40 Quadratmetern ganz bescheiden. Also dieses war kein Aha-Erlebnis oder keine große Einsicht, sondern es hat sich mit der Zeit entwickelt. Man kann vielleicht davon ausgehen, um es mal westlich zu nennen, eine Art Midlife-Crisis, die bei mir erst mit 50 gekommen ist, wo dann diese grundsätzlichen Fragen entstehen, die eigentlich jeder Mensch hat. Woher komme ich? Wohin gehe ich? Welchen Sinn hat mein Leben? Er hat sich nicht leicht getan mit seiner Entscheidung, aber heute weiß der 70-Jährige, dass er den richtigen Weg für sich gefunden hat. Er begleitet Sterbende und hilft auch den Ärmsten in Nepal als Arzt. In Deutschland praktiziert er in einer Dortmunder Einrichtung für Obdachlose. Hier sind seine Patienten Außenseiter der Gesellschaft, meist drogen- und alkoholabhängig. Klaus Habich nimmt sich Zeit für jeden Einzelnen. Guten Morgen, komm rein. So, was hast du heute für Sorgen? Der pensionierte Arzt behandelt sie kostenlos. Er bezahlt die Praxisgebühr und die Zuzahlung für Medikamente aus eigener Tasche. Indem ich anderen helfe, helfe ich mir selber. Das heißt, wenn man Gutes für andere tut, hat man selber auch einen Gewinn. Man fühlt sich besser. Das heißt, für mich persönlich ist diese Arbeit auch ein Gewinn. Ich opfere mich nicht auf für diese Tätigkeit, sondern ich tue etwas für mich. Also beide haben Gewinn dadurch, die Patienten, die ich versorge, und ich selber auch. In der Kantine der Obdachloseneinrichtung hat Klaus Habich seinen Praxisraum. Nebenan kommen seine Patienten jeden Morgen zum kostenlosen Frühstück und Wäsche wechseln. Aus dem Überfluss des Herzens kann man so viel tun, bekommt auch so viel zurück, und man landet eigentlich, was das eigene Leben dann angeht, bei Demut und Dank. Als engagierter Buddhist für Arme und Kranke ist Klaus Habich in Deutschland eine Ausnahme. Ich muss natürlich aber auch sagen, der Buddhismus ist, auch wenn er im Westen sehr populär ist, ja jetzt natürlich keine Massenreligion, und auch
Bis heute ist für den westlichen Buddhismus, für viele Leute, die im Westen sich dem Buddhismus zuwenden, das Meditative zunächst mal viel stärker im Vordergrund als jetzt dieses soziale Engagement, das man ja aus der eigenen Tradition kennt und die man ja manchmal schon ein bisschen kritisch gegenübersteht, weil man sagt, naja, es geht immer so um diese Veränderung auf einer Ebene, aber eine andere Ebene wird gar nie in den Blick genommen. Also da ist auch innerhalb der buddhistischen westlichen Gemeinschaft, ist, glaube ich, noch nicht so große Einigkeit da, wie es denn auch da in Zukunft weitergehen soll. Aber Impulse sind ganz klar da. Was wir jetzt eben sehen, dass gerade in der Katastrophe, der Tsunami-Katastrophe, dass die Menschen Zuflucht in diesen Tempeln suchen und auch automatisch die Nachbarschaftshilfe über diese Tempel organisiert worden ist. Und die Lebensmittelspenden zum Beispiel aus Tokio heraus an die Tempel gegangen sind und verteilt worden sind. Das sind auch andere Zentren, aber es sind genau diese Zentren, auf die Japan immer noch Bezug nimmt. Gleichzeitig sehen wir natürlich in Japan wie in allen modernisierten Ländern einen Rückgang des Spirituellen, auch der spirituellen Praxis, dass die Menschen es nicht mehr kennen, wie man meditiert, es auch wohl zum ersten Mal in der Generation rein physisch nicht mehr können, wenn die gar nicht mehr so sitzen können. Das ist zu beobachten in Japan, aber gleichzeitig eben noch der Rückhalt in dem alltäglichen Leben. Uns stellt sich die Frage nach dem Einzelnen. Jetzt nicht nur, dass wir sozial sind und sagen wir, dass wir die Wirtschaft beeinflussen und diese Dinge, sondern jetzt die Frage muss ich jetzt auch stellen auf den Einzelnen, der unterdrückt ist, der sich nicht äußern darf. Dieses Stück Freiheit und verbunden mit Verantwortung ist eigentlich die Grundfrage, die hier am Ende bei dieser Tagung offen bleibt. Und schließlich haben wir alle sozusagen auch das christliche Gen in uns. Die Nächstenliebe heißt auch immer wirklich zum Nächsten über, dem Nächsten gegenüber offen sein, sich um ihn zu kümmern, ihn als ein Du zu betrachten. Und das ist im Buddhismus da. Es gibt es als Ideal des Mitgefühls oder die Figur des Bodhisattva, also desjenigen, der auf persönliche Erleuchtungserfahrungen verzichtet und in die Welt hineinwirkt. Das gibt es ja alles in der buddhistischen Tradition. Daran haben sich dann die westlichen Buddhisten mehr erinnert und versuchen jetzt aus dieser Tradition den neuen Erfahrungen es zu schaffen. Der traditionelle Buddhismus zielt nicht darauf ab, sich politisch und sozial in der Gesellschaft zu engagieren. Immer mehr Buddhisten passen jedoch die Interpretationen der buddhistischen Lehre der Herausforderung der westlichen Moderne an. Und zwar so, dass sich ihr Engagement und der achtfache Weg des Buddha verbinden können.